Vielleicht könnt ihr sie sehen. Wir sind im oberen Garten und hier hat jemand mit Soldaten gespielt. Unterschiedliche Uniformen und Farben. Aber das ist übrigens gar nicht das, was ich euch zeigen will. Nein, bitte nicht. Oh, verdammt. Die Ameisen versauen mir schon wieder meine Aufnahmen. Ich hasse euch, ehrlich. Verpisst euch. Denn, was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist das hier. Ich stehe hier vor wie ein Kind mit leuchtenden Augen vor dem Süßigkeitenladen. 5 Milchmolare in einer Dose. Leute, ist das mal ein Ding? Das muss man haben, oder? Wo genau befinde ich mich? Einmal wieder der Blick in die Karte. Hier seht ihr den Reifen. Hier ist sozusagen die Umrandung im oberen Teichgebiet, ne? Und hier befinden wir uns. Und hier ist ein Forschungslabor in der Nähe. Die Soldaten sind immer ein ganz guter Hinweis. Da findet ihr diese 5. Das Problem ist, wie kommt man da rein? Ihr seht, da hinten ist eine Höhle, ein Höhlengang. Jetzt müssen wir nur den Eingang finden. Das ist relativ einfach. Von hier einfach um die Dose rum. Da in der Ferne seht ihr übrigens schon das Auto, das Barbie-Auto, ne? Was da geparkt wurde. Aber das interessiert uns jetzt nicht, sondern wir laufen hierher, halten uns leicht rechts und laufen auf diesen Dosendeckel zu. Passt ja ganz gut. Springen hier rein und brauchen auf jeden Fall schon mal eine Tier 3 Axt, um die ganzen Wurzeln wegzukriegen. Ich weiß übrigens nicht, was uns erwartet. Ne? Das ist auch für mich wieder neu. Ja, ich mach mal Licht an. Ach, guck mal. Da sitzt jemand rum. Ah. Ein Mitarbeiter. Wer denn? Der erhabene Klumpen B. Stava, Schöpfer. Tag 1 des Jahres 0. Hört mal, in welchem Jahr befinden wir uns? Oh, Kinder der Zukunft. Ja gut, das ist mir jetzt schon zu... Ne, schlafe ich, leb wohl, Kind. Alles klar, machen wir. Ich nehme mir noch den Ausweis mit. Der hat Schleppkapazität und Bewegungstempo. Also man wird langsamer, aber man kann mehr schleppen. Das zusammen mit dem Smoothie und dem der Kapazitätserweiterung Smoothie und der roten Ameisenrüstung. Da wäre ich mal gespannt, wie viel man schleppen kann. 12 Stängel? Das ist schon krass, ne? Also auch wieder schön gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir. Loyale Versuchsperson, das könnte ein Erwachsener sein, oder? Weiß ich nicht. Oder ist das eins? Na, es ist eine Versuchsperson, es dürfte keins der Kinder sein. So, wir laufen weiter. Kommen in die Dose und da sind sie. 5 wunderbare Molare. Oh, herrlich. Also das ist ja ein richtiger Segen hier, ne? So, die beißen wir uns mal eben ab und ja, das ist die im Grunde die Höhle. Der Zugang, ganz einfach. Und so kommt ihr an 5 Molare, müsst nicht kämpfen, sondern nur eine ebene 3-Axt, also eine Tier-3-Axt haben. Und das ist schon alles. Hey, das ist doch ein Geschenk, oder? Zur Abwechslung mal sehr angenehm. Juppie, das soll schon wieder gewesen sein. Viel Spaß beim Erkunden von Grounded. Wenn du noch mehr Tipps und Tricks zum Spiel Grounded haben möchtest, dann hinterlass gerne einen Kommentar. Hat dir dieses kurze Video gefallen, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du nichts mehr verpassen willst, gerne auch über ein Abo. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.